Ich habe fast die Wohnung in Brand gesetzt. Ich check dieses Wetter in Deutschland nicht, ohne Spaß. Und ich weiß nicht, was ich von diesem Auto halten soll. Aber ja, das ist meine Story, warum ich nicht bei Cola Pizza gearbeitet habe. Warten ist etwas, was Autos tun müssen. Hahaha! Ach YouTube, wie geht es euch an diesem wunderschönen Tag? Wie man sieht, ist es schönes Wetter. Auf der Isar sind Leute. Man kann endlich wieder Motorrad fahren, auch wenn es nur für ein paar Tage möglich sein wird. So, was machen wir heute? Eigentlich wollte ich euch eine Story erzählen. Ich habe angefangen, die Story zu erzählen. Da ist mir aufgefallen, Digga, die ist halt echt nicht interessant. Pi mal Daumen zusammengefasst, da hat uns irgendein Typ angeschrieben. Oder was heißt irgendein Typ? Der Vater von einem Mädchen, die wir mal vor 7 oder 8 Jahren kennengelernt haben oder sowas. Ist lange Geschichte, ist aber eigentlich wirklich uninteressant. Habe ich gerade erzählt? Hab dann mit dem Erzählen gemerkt, Digga, das ist todlangweilig. Lass einfach. Und von da fahren wir jetzt einfach dumm durch die Gegend und schauen, was passiert. Ist eigentlich voll traurig, dass ich halt nichts zu labern habe, weil es passiert halt gar nichts in letzter Zeit, Mann. Wobei eine Sache ist passiert, ich habe fast die Wohnung in Brand gesetzt. Also ihr müsst wissen, ich koche eh schon eher... Nee. So ein bisschen was erwärmen oder so, das mache ich noch. Aber so selber was schneiden und so, nee, mache ich eher nicht so. Wird eh nichts Gutes dabei rauskommen, Digga. Also habe ich mir mal wieder eine Pizza gemacht. Leg auf die Schienen erstmal Backpapier und leg da die Pizza drauf. Mach mir den Timer an auf 13 Minuten. Schieb die Pizza in den Ofen. Mach Ofen zu, geh in mein Zimmer. Timer geht an nach 13 Minuten. Ich mach den Timer aus. Schau rüber in die Küche. Merke, der Käse ist einfach gar nicht geschmolzen. Dann schaue ich auf den Ofen. Ich habe vergessen, den Ofen anzumachen. Also ich habe nur das Licht angemacht, aber keine Temperatur eingestellt. Ich bin nicht der Hellste. In dem Moment dachte ich mir so, Digga, kein Wunder, dass du nicht selber kochst. Du kriegst ja nicht mal hin, den Ofen anzumachen. Das ist aber bei weitem noch nicht das Schlimmste. Dann habe ich den Ofen angemacht. Wieder 13 Minuten rein. Nach 13 Minuten... Timer geht an, ich gehe hin. Dann stehe ich da, ich sehe, okay, die Pizza zerläuft schon ein bisschen. Ich mache mal auf, um genauer reinschauen zu können. Mache ich auf und merke ich schon so, okay, es riecht ein bisschen komisch, aber nicht weiter schlimm. Mache ich wieder zu. Dann mache ich es nochmal auf, weil da die Pizza dann halt fertig war. Digga, auf einmal fängt das Backpapier an zu brennen. Wie kann sowas passieren? Das Backpapier hat einfach gebrannt. Die letzten 20 Jahre ist es nicht passiert und an dem Tag dachte sich das Papier einfach, nee, heute, da werde ich brennen, Digga. Ist mir egal. Und dann musste ich halt wieder den Ofen zumachen und warten, bis das ganze Backpapier erstmal verbrannt ist. Und das Tolle dann natürlich ist, wenn Backpapier brennt, das fliegt ja dann durch die Gegend. Also zusammengefasst, ich habe für eine Pizza, die vielleicht 15 Minuten im Ofen braucht, eine halbe Stunde gebraucht und hat am Ende noch Asche drauf, weil das Backpapier gebrannt hat. Ich bin einfach nicht für die Küche gemacht, Digga. Ich bestelle mir ab jetzt nur noch Essen und fertig. Woanders wird es nichts. Anders, glaube ich, verhungere ich. Aber ja, das ist... so eine Story, die mal innerhalb von 2 Wochen wieder passiert ist, weil ansonsten passiert halt gar nichts den ganzen Tag, ne? Ja, die vorne dachten sich einfach so, Bruder, lass mal chillen oder was. Experten heute unterwegs. Ich hatte auch schon den ersten Fahrradfahrer, der halt dachte, Fahrradweg brauchen wir nicht, weißt? Komplette Stadt wird auseinandergerissen, damit euch ein Fahrradweg gemacht wird und die fahren einfach weiter auf der Straße. Danke an dieser Stelle. Ich kann auch nicht mal ein Update zu meinem Motorradschein geben, weil da geht's halt nicht weiter, Digga. Also ich habe ja meinem Fahrlehrer vor Monaten geschrieben, hey, wie sieht's aus? Hat gesagt, ich sorge mich drum, dass du angemeldet wirst. Und dabei blieb's dann auch bis jetzt. Die Sache ist halt auch, du kannst 0 Termine oder sowas ausmachen bei diesem Wetter. Also, Digga, heute ist eigentlich gewittern sollen. Und dann hat der Wetterdienst sich umentschieden, oh, es soll doch die ganze Woche Sonnenschein sein. Und dann hat der Wetterdienst gesagt, nee, das ist ja unfair für die, die Gewitter haben wollten. Mach mal Hälfte, Hälfte draus. Ich check dieses Wetter in Deutschland nicht, ohne Spaß. Wir haben den 30. Mai heute. Morgen ist übrigens mein Geburtstag. Also an dem Tag, an dem das Video kommt, ist mein Geburtstag. Toll. Auf jeden Fall haben wir jetzt Juni. No joke, wir hatten vielleicht eine Woche schönes Wetter. Also letztes Jahr, kann ich mich noch erinnern, war es so oft sonnig, dass ich halt einfach... zu viele Videos hatte irgendwann und 2 Wochen im Voraus schon produziert waren. Jetzt aktuell schaffe ich es gerade mal, ein Video die Woche hochzuladen, weil das Wetter halt absoluter Müll ist. Also, ich habe noch nie so unglaublich schlechtes Wetter miterlebt. Ja, da ist schon wieder dieser M2. Da war ein M4. Und ich weiß nicht, was ich von diesem Auto halten soll. Also ja, man
gewöhnt sich dran, sag mal so, okay? Es ist nicht mehr so schlimm wie davor, aber wenn wir jetzt wie hier vor uns mit einem alten M4 fahren und den von vorne sehen, dann denkst du dir halt schon, Digga, was ist passiert bei BMW? Jetzt, wo ich bei diesem Cola Pizza hier vorbeifahre, ich wollte eigentlich einen Nebenjob mal anfangen. Hat auch alles super geklappt. Ich sollte da hinkommen um, ich glaube, es war 4 Uhr war's? Ich habe gerade den Faden verloren, ich wurde ein bisschen abgelenkt. Von daher fange ich einfach neu mit der Story an. Ich wollte bei dem Cola Pizza anfangen als Nebenjob. War auch alles gut, Typ hat sich gemeldet. Yo, hier, so wird's aussehen. Bist du damit einverstanden? Ich so, yo, natürlich. Okay, gut. Komm einfach um 7 Uhr am Abend bei mir vorbei. Dort in der Filiale. Dann machen wir schnell mal Probearbeiten für ein paar Stunden und dann schauen wir mal, wie es so aussieht. Okay, gut. Komme ich am Abend vorbei um 7. Gehe ich rein, sag dem, das glaube ich Bäcker und Kassierer, das ist da beides zusammen irgendwie, voll komisch. Sag ich dem auf jeden Fall, hey, hier, ich bin zu Probearbeiten da wegen einem Nebenjob. Sagt er mir, nee, du solltest eigentlich in der Früh kommen. Okay, ich glaube, mir wurde am Abend gesagt. Nee, das war in der Früh, musste man mit dem Chef anrufen, weil jetzt kann ich nichts machen. Der Chef ist auch nicht da. Da ist mir auch so, Digga, da ist mir auch so, okay, das kann jetzt nicht sein. Ich bin mir jetzt 100% sicher, dass es am Abend stand. Schau hier die E-Mail rein, steht da drin, 19 Uhr am Abend soll ich bitte da sein. Ich war um 19 Uhr am Abend da. Dann hat der Chef mich wieder angeschrieben und gesagt, ja, es ist wohl irgendwie zu einem technischen Problem gekommen. Ob ich morgen nochmal um 7 in der Früh kommen könnte, wo ich mir dachte, nee, Digga, habe ich keinen Bock jetzt mehr. Vor allem, weil ich eh Termine in der Früh hatte mit Arbeit und alles. Aber ja, das ist meine Story, warum ich nicht bei Cola Pizza gearbeitet habe. Digga, was ist das? Hä, darf er nicht oben Licht haben? Es darf nur nicht einschaltbar sein, oder? Weil die Securities haben ja auch oben ein Lichtding, nur die kann man halt nicht benutzen. Wundert mich gerade ein bisschen, dass er es abgedeckt hat. Vielleicht haben die aber auch eine Sonder... What the fuck machst du da? Und der wollte ihn einfach nicht überholen, alles klar. Dachte mir schon, hey, stehe ich auf der falschen Spur? Nee. Warten wir... Nee. Warten ist etwas, was Autos tun müssen. Hahaha. Was passiert denn da unter dem Juke, Digga? Warum sind denn die alle unter dem Juke, Digga? Digga, jetzt verscheucht der Fahrradfahrer die. Also no joke, Digga, Fahrradfahrer sind solche Unmenschen. Wieso wartest du nicht einfach? Okay, und jetzt schwärmen sie alle aus. Was passiert hier gerade, Digga? Wisst ihr, was ich gesagt habe? Warten ist etwas, was Autofahrer tun müssen. Naja, YouTube, dann packen wir es, würde ich sagen. Ein bisschen was ist ja doch passiert. Ein bisschen habe ich das Video doch gefilmt bekommen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter. Wenn ihr einfach einen Daumen runter geben wollt, dann macht es einfach. Dem Algorithmus ist das egal, Hauptsache ihr gebt irgendwas. Schreibt irgendwas in die Kommentare. Wenn es was Cooles ist, kriegt ihr ein Herz. Wenn es nicht cool ist, kriegt ihr halt kein Herz. Ansonsten genießt das schöne Wetter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yalla.